Versuche nicht, dass du als erstes dran bist. Ich bin gespannt. Dein Wort in Gottes Ohr. Ich bin übrigens neu auf dem Channel und wollte sagen, dass du sehr nett bist und mich sehr unterhältst. Das ist die Hauptsache. Darum geht's bei dem Ganzen hier. Vielen Dank. Freut mich sehr. Was that real? So, und damit... Can't be real. Und damit hallo und willkommen zurück auf YouTube zu einer neuen Runde. Mr. Pink ist wieder der Killer. Er hat gerade in den Chat geschrieben, versuch nicht der Erste zu sein, der stirbt. Genau das wird passieren. Ich werde wieder der Erste sein. Ach ja. So, gucken wir mal. Bärenfalle natürlich wieder, ist klar. Rohrzange, klar. Nehmen wir sofort mit. Da haben wir ein Schränkchen. Wo nichts drin ist. Sehr gut. Ich frage mich immer, ne, wenn man so viele Schränke hier stehen hat. Warum tut man in die Schränke nichts rein? Toll, zweimal ein Walkie-Talkie nebendran. Das ist super. Würde ich Lotto spielen, hätte ich bestimmt im Lotto gewonnen. Drei Walkie-Talkies hier. Das ist doch ein Witz. Ich hätte lieber die Schlüssel fürs Auto. Ja. Oh, guck mal, ich hab wieder eine Karte. Ist ja cool. Urplötzlich habe ich wieder eine Karte. Oh, es ist schön. Okay. Polizei ist auf dem Weg, finde ich gut. So, und jetzt denke ich mal dran. Diesmal denke ich dran, Tür zu machen hinter einem. Stand sehr oft im Chat stand sehr oft drin, warum ich die Tür nicht zumache. Ist durchaus eine berechtigte Frage. Liegt, glaube ich, an der leichten Verpeiltheit des Typen, der da vor mir ist. Das ist schon wieder ein Walkie-Talkie, das kann nicht wahr sein. Wenn das auch ein Walkie-Talkie drin gewesen wäre, hätte ich gestreikt. So. Da werde ich noch mehr Türen. Da hinten haben wir noch eine Tür, die mache ich nochmal schnell zu. Dann kann ich mich in Ruhe hier drin umgucken. Zack. So, was haben wir hier? Schublade. Mit nichts drin, sehr gut. So. Das Spaß, machen wir ein Fenster auf. Aber Jason wird eh ein paar Sekunden brauchen, bis er durch die Tür kommt. Okay. Heilung nehme ich gerne mit. Es wäre übrigens noch mega geil, wenn der Jason irgendwann durch die Hauswände noch reißen könnte. Das wäre auch mega lustig. So. Oh, und ich sehe gerade, der Stream ruckelt. Warum auch immer der Stream gerade ruckelt. Das sehe ich gerade, weil die Aufnahme auch ruckelt. Die Schlüssel. Juhu. So, gib mir kurz 2 Sekunden. Okay. So, hallo, willkommen zurück. Jetzt geht's wieder. So, hat es schon lange geruckelt? Ah, da ist er. Ich sehe ihn doch. Nein. Ah, alles nur, weil ich das mit dem Stream gerade gefixt habe. Das Problem ist, meine Anzeige unten ist auch etwas verbuggt. Die ist etwas zu groß gerade. So.
Oh, Kopuro ist als erster gestorben. Interessant. Da hinten ist Escape. Die Tür habe ich verriegelt hier zum Glück. Ach ja, da war es Walkie-Talkie drin. Ich glaube, ich war hier schon. Wie schaut es hier eigentlich aus? Police on the scene, use radio called Tommy Jarvis, replace battery. Okay. Ah, drum wusstet ihr, wo ich bin. Ich lauf mal dahinter. Ich renn mal einfach Richtung Polizei. Ich hoffe, die Polizei kommt jetzt da hinten, sonst habe ich ein Problem. Die hat eine schöne Atmung auf jeden Fall. Die atmet sehr normal, sehr ruhig. Finde ich gut. So. So. La, 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 la. Ich hoffe, Jason wartet da jetzt nicht. Ich hoffe erstens, dass die Polizei das spawnt. Und zweitens, dass er mich jetzt nicht erwischt. Ja, 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 ja. Tschüss, ich bin weg. Ciao. Ich hätte vielleicht noch die Schlüssel abgeben sollen. So, aber wir haben überlebt. Yay. So, aber die Polizei ist ja da. Oh, da kommt der Jason. Da kommt der Jason. So, wer lebt eigentlich noch? Okay, nur noch Escape lebt. Ich habe natürlich die Schlüssel mitgenommen. Oh, jetzt wartet jetzt hier. Ich kann leider die Karte nicht aufmachen. Das heißt, ich sehe nicht, wo sie gerade ist. Das ist ein bisschen doof. Dann haben wir den anderen. Den anderen, ja. So. Kann es eigentlich sein, dass wir gerade keinen Spielsound haben? Weil ich glaube, wir haben gerade keinen Spielsound. Ja, also wir haben keinen Spielsound gerade, aber also es liegt auf jeden Fall nicht an irgendwas am Stream oder Aufnahme oder sonst irgendwas. Es liegt daran, wir haben wirklich. Ach nee, wir haben einen Spielsound, wir haben bloß keine Musik. Bloß die Musik ist nicht mehr verfügbar. Oh, das ist mies. So, jetzt schnell abhauen. Bisschen gestunt ist er noch. Oh, das wird echt knapp. Oh, das wird... Nein! Oh, das ist mies. Okay, der Augenquetscher. Escape, es tut mir leid. Das war mies. Das war echt mies. Das wäre Sound. That's my good boy. Mommy has a reward for you. Come home, sweetie. Ach ja, schön. Aber, zwei sind entkommen, glaube ich, ne? Oder? Wer ist denn entkommen? Zwei sind, glaube ich, entkommen, oder? Nee. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der entkommen ist. Kann das sein? Good game, du bist mir entkommen. Ich glaube, er hat mich entkommen lassen. Ich bin der Einzige, der entkommen ist. Mr. Pink hat mich entkommen lassen. 100 Pro hat er mich entkommen lassen. Das weiß ich genau, er hat mich entkommen lassen. So. Okay. Na gut. Dann war es das jetzt mit dieser
Runde für YouTube. Das heißt, wir sehen uns dann gleich, wie gehabt, in der nächsten Folge wieder oder vielleicht auch gleich. Mal gucken, mal schauen. Bis dann. Tschüss. Zwei. Jason ist jetzt da. Boah. What in the fuck is happening? Ja, das frage ich mich auch. Und damit hallo und willkommen zurück in Richtung YouTube zu einer kleinen neuen Runde. Achso. Und wir sind mal wieder Überlebende und schauen mal, was alles so passiert jetzt hier. In der letzten Runde sind wir ja entkommen. Übrigens, Mr. Pink hat geschrieben, er hat mich nicht entkommen lassen. Das wollte ich nochmal ganz kurz klarstellen. Von daher, ja, schauen wir mal. Eine Rohrzange nehme ich auf jeden Fall mit. Dann kann ich mich mega bewaffnen. Ich habe übrigens wieder einen Fehler gemacht. Ach ne, ich bin durchs Fenster eingestiegen. Ich dachte, ich habe vergessen, die Tür zuzumachen. Habe ich diesmal offensichtlich nicht. Das Schöne ist, dass irgendjemand in der letzten Runde die Polizei gerufen hat. Was ich sehr begrüße, weil dadurch bin ich nämlich entkommen. Also wer immer das war, der die Polizei gerufen hat, recht herzlichen Dank. So, hier machen wir mal zu. Tam, ta, tam, ta, tam, tam, tam. So, haben wir hier irgendwas noch? Heilmittel nehme ich auch gerne mit. Müssen wir jetzt mal gucken, weil ich würde eigentlich wahnsinnig gerne mal mit dem Auto abhauen und dabei selber fahren, aber das ist so schwer einfach. Vom Erstens brauchst du die ganzen Zutaten dafür. Oder was heißt Zutaten? Du brauchst halt Benzin, Batterie und die Schlüssel. Und das ist alles gar nicht so einfach zu finden, finde ich. Weil das spawnt ja alles random auf dieser Map. Das heißt, es kann dir überall auf dieser Map kann dieser Benzinkanister spawnen. Und wenn man auch nur zu viert als Überlebender spielt, oder als, wie heißt das wie hier? Was? Escape ist tot? Okay, es gibt ja schon die ersten Opfer in dieser Runde. Krass. Okay. Aha, Mr. Pink ist hier. Sehr gut. Ja. Ich möchte diese Tür gerne zumachen. Okay, du musst direkt hinter der Tür stehen. Wir sind nämlich gerade so ein bisschen in Dead by Daylight. Wenn es dir diese, die Holzbleibe, die Holzpaletten, genau. Wenn du die Holzpaletten umschmeißt und dann urplötzlich, ja. Dann halt auf der anderen Seite stehst, wo der Killer ist. Das ist dann immer sehr lustig. Vor allem für den Killer, wenn er nicht einfach wegschnetzeln muss. Für dich selber ist es dann immer so ein bisschen ärgerlich, weil du halt in dem Moment ja nicht entkommen kannst. Weil dich halt erwischt. So. Und im Übrigen möchte ich betonen, die Map funktioniert schon wieder nicht. Die Map ist schon wieder buggy. War ich in dem Hütchen hier schon mal drin? No, hier war ich noch nicht drin. Was ein bisschen schade ist eigentlich, dass die Map wieder nicht funktioniert. Vor allem werde ich ewig und drei Tage dann brauchen, bis ich dann checke, falls es jemand schafft, die Polizei zu rufen, wo die Polizei ist. Aber dafür kann ich die Map... Oh, ich habe die Schlüssel gefunden. Geil. So. Also Schlüssel habe ich schon mal. So. Okay. Die Frage ist, wo ist er?
doch dein Radio, ne? Ich bin weg. Tschüss. Lass mir die Schlüssel da schnell fallen. Ha? Wo ist er? Ach, da ist er. Ah! Geh weg. Die Frage ist halt, na gut, ins Wasser gehen ist doof, wenn der Jason hinter einem her ist. Kuburo. Nein. Fuck. Au, nicht das, nicht das. Au. Au. Das hat weh. Ich weiß nicht, das tut irgendwie, beim Zuschauen tut es leicht weh, wenn man da... wenn da mit der Axt reingehauen wird. Okay. Kubura zu Kuhle macht so Slow Motion einfach die ganze Zeit. So. Ist auch schön. Ach ja. So. Ist ein bisschen schade manchmal, wenn die Musik einfach weg ist, dann finde ich, fehlt so ein bisschen was. Irgendwie habe ich das Gefühl, aber dass, abgesehen von dem Schreien, dass ein bisschen was fehlt. Oh oh, das war's. Au. Das tut so weh. Das tut beim Zuschauen so weh. Heißt der Kopuro noch so, das Spiel ist mir viel zu brutal und alles, gar kein Problem. Weißt du, dann nimmt sie halt die Methode, wo halt am meisten Blut spritzt. Oder wo sehr viel Blut spritzt, wo man halt wirklich noch so richtig, weißt du, wo es richtig Richtung Brutalität geht, richtig noch mit dem Überlebenden reindrücken einfach, du bist jetzt tot. Das ist die Pose. Ja, wie sie gerade da lag, das war auch sehr, sagen wir mal, interessant. Aber es ist, wie gesagt, sehr schön. Kuburo immer so, das Spiel, das ist viel zu brutal, ist überhaupt nicht meins. Nein, nein, nein. Und was passiert dann? Genau. Sie erwürgt sie nicht einfach nur, sondern sie muss gleich zweimal draufschlagen. Das finde ich sehr schön. So viel zum Thema. Es ist... Hä? Ach so. So viel zum Thema, es ist brutal. Please, no. Oh, da steckt ein Messer drin. Das ist übrigens lustig, wenn Kuburo so ein Slow-Motion-Ding ist. Das ist echt lustig eigentlich. Das ist echt krass, wie das dann von der Verbindung oder irgendwas abhängt. Vor allem, was ich gerade krass finde, dass es keinen Sound mehr gibt. Das fällt mir jetzt auf. Es sind gar keine Hintergrundgeräusche mehr da. Die sind weg. Ich wusste nämlich, irgendwas fehlt die ganze Zeit. Es war ja nicht permanent so ruhig. Es fehlt einfach momentan, es fehlen die Hintergrundgeräusche komplett. Man hört nämlich auch kein Stapfen mehr, kein Nichts, keine Grillen mehr, keine Eulen, keine Vögel, kein gar nichts. Man hört einfach nur die Soundeffekte, wenn man die Tür einschlägt oder wenn die Leute halt schreien. Oder? Genau, das hört man noch, aber so die Umgebungsgeräusche, die sind komplett weg. Heb ja den Schlüssel im Auto fallen lassen. Vielleicht. Oder auch nicht. Doch, den habe ich fallen lassen. Bei einem Auto zumindest. Bei einem Auto liegt der Schlüssel. Den habe ich da hingeschmissen. Der liegt direkt davor. Da war ich diesmal clever. Ich würde mich auch gerne so teleportieren können. Das wäre auch geil. Einfach so, ich will dahin, zack, dann bist du da.
So Jumper-mäßig einfach. Also falls Mr. Pink den Schlüssel sucht, der Schlüssel liegt vorm Auto. Vor einem Auto zumindest. Ich kann leider die Map nicht aufmachen, wenn ich im Spectator-Mode bin. Oh. Das hilft, glaube ich, gerade nicht viel. Oh. Ah ja, sie hat noch Messer gehabt. Oder er hat noch Messer gehabt. Geil. Finde ich gut. Da geht's nicht weiter. Ja, da war ich mir auch sicher, aber ich dachte gerade, dass der letzte Überlebende keine Chance mehr hat. Autschen. Hauptsache nochmal mit der Leuchtpistole geschossen, ha? Hauptsache die Leuchtpistole nochmal verschwendet. Wobei ich immer noch nicht hundertprozentig weiß, wofür die Leuchtpistole gut ist. Oh, das wird ein Headsmasher. Alter. Au. Genau, nochmal ordentlich die Leiche dann so hin und her schieben dann. My sweet, sweet Jason. Ich glaube, das Schloss da unten links ist ein Bug. Now come home. Ich glaube, das Schloss da unten sollte da nicht sein. Das fällt gerade mit aus. So ein Genickzerwirbel hat auch was. Ach, das ist der Genickzerwirbel. Ach so. Nee, das ist doch kein Genickzerwirbel. Den wollte ich mir mal angucken. Gibt's ja dann. Ich weiß gar nicht, ob ich den hab. Wollte ich ja nicht auch mal sehen, was dann passiert, so das Genick zu brechen einfach. Aha. Schon dran denken, das tut weh. La 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 la. So, das heißt dann für YouTube, hier ist wieder Schluss und wir sehen uns dann gleich wieder oder in der nächsten Folge. Tschüss und danke fürs Zuschauen.